Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche 956 aus dem Baujahr 1983. Dieser Porsche war in den 80er Jahren für die Gruppe C ein richtungsweisendes technisches Objekt. Und man kann, glaube ich, sagen, dass er der erfolgreichste Rennwagen aller Zeiten ist. Die Fahrzeuge haben vom Werk im ersten Jahr beim Einsatz in Le Mans die Plätze 1, 2 und 3 belegt und ist eine Einzigartigkeit in der Geschichte des Rennsports. Von dem Porsche 956 gibt es 27 Exemplare, die alle, glaube ich, jetzt wieder fahrbereit irgendwo auf der Welt stehen. Teilweise als Anlageobjekt und teilweise werden sie auch tatsächlich noch benutzt.